Ja, wir sind ein Oldtimer-Club. Wir haben uns hier Anfang 2012 zusammengefunden. Sind jetzt so rund 20 Mitglieder, etwas drüber. Und ja, wir veranstalten so, ich sag mal, das Übliche, nämlich regelmäßige Stammtische, einmal im Monat. Das ist immer der erste Donnerstag im Monat. Normalerweise gibt es ein paar Ausnahmen. Und wir machen jetzt zum zweiten Mal hier in Forst, das ist in der Nähe von Bevern bei Holzminden, ein Oldtimer-Treffen, was eben im letzten Jahr das erste Mal stattgefunden hat und schon sehr guten Zuspruch gefunden hat, obwohl letztes Jahr das Wetter nicht so schön war wie heute. Wir erwarten also heute durchaus 300, 350 alte Fahrzeuge, was durchaus gemischt sein kann, Motorräder, LKWs, Trecker, aber natürlich auch PKW, Sportwagen. Und Besucheranzahl, die dann sich die Autos anschauen, so um die 1000, vielleicht auch 1500, so war es letztes Jahr. Und ich denke mal, dieses Jahr wird es eher besser. Ja, zu diesem Opel Olympia kann man sagen, der ist zwar Baujahr 1951, aber kann man durchaus als Vorkriegsmodell ansprechen, der mangels Neuentwicklung eben nach dem Kriege nochmal weitergebaut wurde. Dieses Liberty Van Gespann ist ja unverkennbar. Ein VW-Bus, kann man sagen. Und der gehört Herrn Alfred Hühne. Herr Hühne, können Sie mir was zu Ihrem Fahrzeug erzählen? Ja, kann ich machen. Also, das ist ein VW T3 aus 1984. Ist damals mal umgebaut worden von der Firma Liberty in Geislingen, unten auf der Schwäbischen Alb. Damals 95 Stück von gebaut worden, 10 sind übergeblieben. Jedes dieser Fahrzeuge ist ein Unikat, ist immer nach Kundenwunsch hergestellt worden. Ja, hat auch eine andere Maschine drin, ist also eine Zöllnermaschine drin, weil damals die Originalmaschine ein bisschen schwach gewesen ist auf der Brust mit 78 PS. Und da haben sie dann halt eben die Maschinen umgebaut. Und zwar halt eben, grob gesagt, mit alten Porsche 911er Teilen modifiziert. Hat also circa gut 120 PS das Fahrzeug. Und wie gesagt, sind also nur sehr wenige von übergeliehen, 10 Stück von übergeblieben. Hier haben wir einen Heinkel-Roller. Der Kollege, Traum übernimmt sie gleich. Früher vieler Leute hier im Bild. Ein Heinkel-Tourist. Und nicht nur den Heinkel-Roller, sondern auch seinen Besitzer mit seiner Frau, Herrn Martin. Herr Martin, hallo. Können Sie mir was dazu sagen? Wie schnell fährt das? Wie viel PS hat er? Welches Baujahr hat er? Schnell fahren ist ja nicht ausschlaggebend. Also ich fahre im Schnitt so zwischen 70 und 80, da würde ich schneller laufen. Aber es ist eine alte Maschine, die muss ein bisschen geschont werden. Es ist Baujahr 61 mit 175 Kubik. Der wurde 2000 restauriert, zusammen mit Michael Gumprecht Reifenstein aus Silberborn. Das ist ein Erbstück von meinem Opa, von Erich Meching. Ich habe ihn mit 18 Jahren bekommen und seitdem fahre ich ihn regelmäßig. Und es ist schön, einen Oldtimer zu fahren. Und da fahren auch jedes Mal Erinnerungen mit, weil ich schon als kleines Kind damit war. Mit seinem Lotus Super 7 ist Herr Martin Krause hier. Herr Krause, wie viel PS hat denn dieses Gerät? Hat einen Weber-Vergaser drauf, um die 140. Aha. Plus minus 10. Das war als Sportwagen zugelassen, oder? Als Sportwagen, ja. Ja. Fahrkennzeichen hat er noch nicht. Achso, von welchem Jahr war der? Der ist Baujahr 88. 88.